Liebe Freunde, wenn man das hier sieht, könnte man meinen, die Lage sei katastrophal, aber die Lage unserer Kriegsgegner ist noch schlechter. Also wenn man sich hier die den Kriegswillen anschaut, dann sind wir doch noch recht gut dabei. Also sowohl bei uns mit plus 96 als auch bei den Russen mit plus 95, Deutschland 89, Großbritannien 89 und auch sehr relevant ist hier Frankreich mit nur noch 82. Und unsere Offensiven laufen gerade auch, was Frankreich angeht, in Afrika. Jetzt frage ich mich gerade, was hiermit passiert ist. Haben wir hier nicht noch... okay. Da sind wir noch dabei, die Marineoffensive durchzuführen. Deswegen haben wir hier noch kein Land erobert, aber das werden wir gleich auch tun. So. Aber wir gehen einmal im Schnellverfahren hier die Probleme durch. Werden uns natürlich nicht um alles kümmern können. Das muss dann nach dem Krieg erfolgen. Aber hier zum Beispiel untätige mobilisierte Generäle. Das ist natürlich eine Möglichkeit, hier vielleicht nochmal eine weitere Front zu eröffnen. Schauen wir uns gleich an. Erstmal die Dinge, die nicht zum Krieg gehören. Warenzufuhrknappheit. Papier und Schwefel, da haben wir in der letzten Folge schon sehr uns drum bemüht, Papier und Schwefel noch zu bekommen. Wir können ja mal nochmal versuchen, hier was zu importieren, aber das sind ja marginale Mengen hier. Das bringt ja nichts. Das bringt nichts. Schwefel. Also, da müssen wir... Warum können wir denn von Italien nicht importieren? Sie haben ein Embargo verhangen. Ah, okay. Ja, wir sind gerade der Buhmann der Welt. Ja, und ganz große Verrufenheit. Müsste auch hier irgendwo stehen. Verrufenheit ausgestoßen. 115. Plus 100% durch die Radikale. Plus 100% Radikale durch Eroberung bekommen wir. Ja. Wir Kriegstreiber, wir Kriegstreiber. Ich gebe es ja zu. Okay, alles klar, Leute. Konvois werden überfallen. Wo werden Konvois überfallen? Moment. Oha, Leute. Ja. Welche unserer Admiräle können denn ein bisschen auf Patrouille gehen? Wir haben hier zwei 80er. Vom Rhein-Akku wird die Küste patrouilliert. Ja, ich möchte halt nicht, dass bei uns im belgischen Kernland, dass hier jemand landet. Also, die 80 bleiben hier auf jeden Fall. Und ihr macht Konvois eskortieren. Brasilien-Akku. Ja. Da finden Überfälle statt, rot markiert. Wie wäre es denn, wenn du eine Eskorte durchführst? Ja gut, wo lang würde er da jetzt gehen? Sag mal, du sollst deine Eskorte da oben hin durchführen. Ach so, zwischen Rhein-Akku und Nordafrika. Ich dachte, der wäre... Ah, okay. Der ist im Rhein-Akku, ist der stationiert. Also hier oben. Und den lassen wir jetzt patrouillieren. Der patrouilliert bereits zwischen Rhein-Akku und Brasilien-Akku. Okay. Ja, dann könnte es ja hier vielleicht irgendwann mal zur Schlacht kommen. Alles klar. Also der macht schon das, was er tun soll, eigentlich.
Ah, ich hätte ja dann gerne Schad und Ziel gesehen. Wir sehen hier leider nur das Ziel. Na ja, gut, okay. Dann nehmen wir hier die 50er. Eskortiert Konvois im Zanshaku. Ah, ist ein bisschen. Bisschen unübersichtlich alles. Tut mir leid. Aber ich denke, ihr könnt mein Problem ganz gut nachvollziehen. Warum gibt es hier nicht so fett markierte Linien, wo der gerade lang patrouilliert? Wäre doch wesentlich geschickter. Für mich zumindest gerade. Ja, also die patrouillieren schon. Alles klar, dann machen wir da einen Haken hinter. Die patrouillieren gut und lassen die Zeit weiterlaufen. Schauen uns unsere Kriege an. Unsere Fronten. Und kommt es hier gerade irgendwo zu einer Schlacht? Ein bisschen beschleunigen auf 3. Hier wird gekämpft, okay. Da verteidigen wir noch. Ah, das ist noch der Kampf von Anfang an. Von André de Croix. Und wir haben zwar nur ein Bataillon, trotzdem gewinnen wir das. Weil wir dermaßen krass bessere Werte haben. Ist das richtig? Oder kann er hier nochmal zurückschlagen? Vielleicht verlieren wir das, wenn wir hier gar keinen Soldaten mehr haben. Wow, das wäre krass. Aber schaut euch die Verluste an. Schaut euch die Verluste an. So, und hier. Da haben die Russen gekämpft. Die sind natürlich viel schlechter als wir. Die haben versucht, eine Offensive durchzuführen. Und hier haben die Franzosen einiges von uns erobert. Nicht mobilisierte Generäle. Und voranbringen. Mal dahin. Jetzt haben wir noch einmal 28 und einmal 6. Und hier unten sollten wir jetzt eigentlich, genau, da haben wir zugeschlagen. Okay. Alles klar. Wo bist du stationiert? Brasilien, Narco, in Bereitschaft. Ja, mal so 28 Brasilianer cool in Bereitschaft lassen. Ist nicht verkehrt, ist nicht verkehrt. Und du bist in Arabien Akku mit 6. Ah. Okay, ihr bleibt da in Bereitschaft. Und weiter geht's, weiter geht's. Das hat mich jetzt schon irritiert, dass wir hier die Stadt verloren haben. So lange Zeit so gut aus. Und das finde ich eigentlich nicht so toll, dass die Russen jetzt hier kämpfen, ja. Die sollen sich da mal, ja, weiß ich nicht, ist gut gemeint, aber schlecht gemacht halt, ne? Und, oh, Leute, krass. Das ist heftig. Wir haben 476 Bataillone. Die Gegner haben 350. Sie haben eine bessere Offensive und sie haben eine schlechtere Defensive. Boah, Leute. Rote Verwundete, richtig krass. Und hier? Da haben wir weniger Bataillone, wir verlieren die Offensive. Ja. Obwohl wir eigentlich bessere Werte haben, aber wir haben weniger Bataillone, okay. Aber hier gewinnen wir ja ganz eindeutig. Ganz eindeutig und krass, wie viele Verluste. Problematisch ist halt jetzt die, die Kriegsmoral, der Kriegswille.
Hey. Der Kriegswille ist eigentlich noch okay bei den Deutschen. Aber sie sind bankrott. Deswegen sind sie einem Frieden zugeneigt. Ah, aber nicht, wenn wir alle Kriegsziele mit reinnehmen. Dann machen sie nicht mit. Da machen sie nicht mit. Okay, dann müssen wir halt noch ein bisschen weiterkämpfen. Kriegswillen auf 0 bringen, dann sind wir hier bei minus 30. Und dann halt noch kurze Dauer des Krieges geht ja auf jeden Fall auch noch runter. Also, das wird schon funktionieren. Hoffe ich mal. So. Hier haben wir gleich gewonnen. Und da verlieren wir leider. Ja, da verlieren wir. Und in Frankreich, wie sieht's da aus? Ich gehe mal auf Tempo 2. Da wird hier noch eine. Ja, da sind wir deutlich überlegen. Da haben die Franzosen praktisch keine Abwehr mobilisiert. Hier, ja, wunderbar. Wunderbar. Und da wurde nochmal was erobert. Und hier wird alles Mögliche erobert. Und hier gegen Großbritannien. Da haben wir mehr Soldaten, sind eigentlich von den Werten her unterlegen. Aber die Schlacht werden wir auch noch gewinnen, ja. Und da verlieren wir die Offensive. Okay. Was ist hier passiert? Wir haben 42% Zermürbung. Verluste, die der Mannstärke abseits der Schlacht zugefügt werden, nennt man auch Zermürbung. Bataillone, die mobilisiert sind, leiden oft darunter. Zermürbung bildet das Ergebnis von Krankheiten, Unfällen, schlechtem Wetter und Deserteuren ab. Zermürbung kann durch den Einsatz von militärischen Sanitätshilfeproduktionsmethoden gelindert werden. Ja, da haben wir natürlich gespart. Ich wollte nicht für Opium zahlen. Okay. So, und dann haben wir eine Front, die nicht besetzt ist. Da sind zwei Generäle unterwegs, 20 Bataillone im Sommer. Vielleicht werden wir jetzt doch nochmal den aus Brasilien darüber schieben. Kann man das auch geschickter machen? Ach, hier jetzt so ein Button, General zuweisen und dann anzeigen direkt, welche in Bereitschaft sind. Das wäre doch schick. Welche Front ist damit gemeint? Die hier. Okay. Okay, Leute. Es wird spannend. Also, das mit dem Kriegswillen hat sich jetzt ein bisschen zu unseren Ungunsten gewendet. Aber wir müssen die Franzosen rauskriegen. Wir müssen die Franzosen rauskriegen und dann haben wir natürlich einen sehr starken Gegner weniger. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. 3,1% besetzt von ihrem Land. Okay. Ich weiß nicht, kriegen wir jetzt irgendwo Opium importiert?
Dann könnten wir jetzt noch die Weltlazart einführen. Boah. Was kostet, Leute? Ja, aber wir machen das trotzdem jetzt mal. Und versuchen, Opium zu importieren. Vielleicht mache ich das gleich auch wieder rückgängig, wenn es mir gar nicht gefällt. Unfassbar geringe Mengen. Konvoi ist nicht verfügbar. Vielleicht war das ein großer Fehler. Schau nochmal die Kasernen an. Okay, das ist ein großer Fehler, weil wir haben ja sogar Warenzufuhrknappheit. Das heißt, wir müssen das rückgängig machen. Ja, wir kriegen ja hier dann einen Malus auf die Offensive. Ja, wir kriegen da einen Malus von bis zu 9% auf Offensive und wahrscheinlich auch 9% auf Defensive. Ja, das möchte ich mal nicht. Nee, nee. Okay, also wieder rückgängig. In allen Kasernen. Okay. Die größte Ausstellung. Okay, ihr versteht mich wahrscheinlich, wenn ich hier jetzt einfach schnell weitermache. Wunderbar, einfach wunderbar. 5 Jahre lang plus 100 Prestige. Massenheimrufung beschließen. Moment. Masseneinberufung. Hätte das für Auswirkungen? Okay, wir könnten die Kasernen und die Einberufungszentren noch weiter ausbauen. Und es würde schneller einberufen und ausgebildet werden. Das würde natürlich auch extrem viel kosten. Die Gewerkschafter wären dafür, die Streitkräfte wären sogar dagegen. Landbewohner und Grundbesitzer dagegen. Nee, das machen wir nicht. Ah. Okay. Zu welchem Akku gehörst du? Ah, das ist ein Konvoi, das Problem. Belgisch West-Australien. Mal schauen. Gehen wir dir mal Feldlazarett. Ja, also es müssen Schlachten gewonnen werden. Es müssen Schlachten gewonnen werden. Die Offensive hier, die verlieren wir. Ah, Mist. Da gewinnen wir aber. Da gewinnen wir. Boah, haben die Verluste erlitten. Krass. Haben wir gleich verloren. Und hier gleich gewonnen. Okay. Das gehört wieder uns.
Migration. Okay, vielleicht müssen wir unsere Generäle anders positionieren, dass sie nicht alle hier an einer Front sind. Drei starke Generäle halt hier an der Front. Und da haben wir... Ah, der ist ja auch stark. Ja, oder wir starten hier noch eine Marineoffensive. Mit einer starken... einem starken General. Machen wir noch eine Front auf. Vielleicht könnte man natürlich auch hier bei Norddeutschland machen. Wir machen noch zwei Fronten auf. Nehmen zwei starke Generäle. Und unsere Flotte hier. Sagen Marineinvasion. Einmal in Norddeutschland. Und wenn wir damit erfolgreich waren, dann in Frankreich. Erstmal in Frankreich. Normandie. Okay. Ja, Moment, jetzt nicht den falschen nehmen. Den Fernand, den können wir wahrscheinlich auch nehmen, oder? Was hat er für Fähigkeiten? Beliebter Befehlshaber. Charismatisch. Naja gut, der hat keine negativen Eigenschaften jedenfalls. Und hier André de Croix. Oh, Waldkampfexperte. Hier, da sind viele Wälder, oder? Dann können wir den zur Bretagne schicken. Ja gut, schicken wir den André de Croix zur Bretagne. Okay. Machen wir's. Marineinvasion zur Bretagne und du nimmst den André de Croix mit. So, wichtig ist die Kriegsmoral der Franzosen. 55. Ihr müsst raus. Ihr müsst ja alle aus dem Krieg verschwinden. Ja. So. Hier gegen die Briten. Boah, Leute, krass. Da kämpfen vier unserer Generäle. Aber hier verlieren wir gerade. Ja, wir haben auch mehr Verluste. Und da werden wir jetzt auch zurückgeschlagen. Ja. Wir sind in der Offensive und verlieren. Oh, Leute, das müssen wir gewinnen. Das ist jetzt... das ist jetzt richtig entscheidend hier. Aber wir gewinnen noch. Krass, Schlacht um Brügge. Aber das hat euch gekostet. Das hat euch richtig gekostet hier. 70.000 Tote, 200.000 Verwundete. Das hättet ihr lieber bleiben lassen. Und hier sind wir in der Offensive und verlieren leider. Aber von den Verlusten her, pari pari. Aber die Schlacht hier, die ist krass. Oha.
So, wie sieht es hier mit der Marineoffensive aus? Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. 21 Tage. Aber hier sind wir stabil. Da sind wir stabil. Eine Offensive wäre halt nicht schlecht. Aber wenn der Hubert Marsburg dann direkt in eine Offensive übergehen würde. Oh, krass. Frankreich. Dein Kriegswille. Ich glaube, der bröselt dahin. Der bröselt dahin. Okay, das sind 1.674.000 Verluste. Boah. Und sie haben auch Radikale. Ja. Damit haben wir natürlich eher keine Probleme. Und die Schlacht haben wir gewonnen. Richtig? Ah, da wird noch gekämpft. Okay. So, jetzt haben wir noch die chemische Kriegsführung. Die können wir jetzt in den Kasernen freischalten. Also wir erobern dann weniger Provinzen, verursachen mehr Verwüstung. Wir schauen uns das mal bei einer Kaserne an. Ja, und nicht vergessen, wir haben hier Anfang 20. Jahrhundert. Da konnte man sowas noch machen. Ja, das ist richtig krass. Also, wir werden das auf jeden Fall in Wallonien aktivieren. In Flandern. In Holland. Erstmal weiterlaufen lassen. Oh, die Baureihe ist... Ah, Mist. Nicht drauf geachtet. In Gelrauch. Und Friesland. Okay. Nächste Technik. Auch im Militärbereich. Wahrscheinlich. Flammenwerfer. Beginnen. Und die Baureihe. Ja, irgendwas Produktives. Wahrscheinlich gerade ziemlich schwierig. Munitionsfabriken. In Flandern mal 10 Stufen auswählen und in Holland auch. Ländlich. Kohleminen. Ja, Kohleminen können wir aber nicht weiter ausbauen. Oder? Nee. Färbemittelplantagen. Auch maximal. Ja. Da geht leider nichts. Tabakplantagen. Oder Zuckerplantagen. Im Kongo auf Maximalstufe. Bei hier. In das Gerais. Okay. Und dann geht der Krieg weiter. Oha, hier sind wir in der Offensive und verlieren. Okay, aber verlustmäßig ausgeglichen. Haben wir gleich gewonnen. Gehen wir auf 3 hoch.
Jawohl. Ich wollte das jetzt eigentlich gar nicht wegstinken. Okay. So, die Offensive verlieren wir leider. Und wie sieht es aus mit der Marineinvasion in der Bretagne? Oh, da werden wir... Ah, krass. Da werden wir hier irgendwo abgefangen. Ich mache das auch irgendwo zu Gesicht. Hier. Sehr gut. Das gewinnen wir. Eindeutig. Ha, die Kriegsmoral, die ist ausgeglichen. 51 zu 51 und diese Marineschlacht, die ist gleich gewonnen. Ah, hier Offensive verloren. Und da hinten. Jawohl! Da führen wir eine Offensive durch und die gewinnen wir. Sehr gut. Eine Offensive wird verloren. Ja! Frankreich kapituliert. Und jetzt haben wir doch eine ganz, ganz andere Situation. Jetzt haben wir doch eine völlig neue Situation. Und dieser neuen Situation widmen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.